Meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft Battle for Azeroth. Jetzt muss ich hier, ist irgendwie nicht mehr so ganz passend, weil wir keinen BFA-Content spielen, beziehungsweise wir spielen schon BFA-Content, aber bearbeiteten Vanilla-BFA-Content, wenn man so möchte. Ja, wir sind ja hauptsächlich noch in den Vanilla-Gebieten unterwegs, werden es wohl auch noch ein bisschen bleiben, obwohl auch die Bezeichnung Vanilla-Gebiet nicht ganz zutreffend ist, was man auch gerade sehr gut sehen kann, wenn man es mit dem WoW Classic vergleicht. Wo ich übrigens gesehen habe, dass mittlerweile schon Onyxia und Ragnaros gefallen sind. Wobei, ich glaube, bei Ragnaros haben die Leute die Möglichkeit ausgenutzt, was aber damals auch schon ging, also entsprechend auch wahrscheinlich von Blizzard gewollt wurde, dass man irgendeinen Mob in Molten Core mind-controllen kann, der dann Feuer-Resi bufft. Anders ist Ragnaros eigentlich, glaube ich, nicht zu besiegen, weil er ansonsten so viel Feuerschaden macht, dass die Gruppe einfach zwangsweise vibet. Ja, aber ich glaube, das haben die dann gedacht. Also man konnte irgendeinen Mob mind-controllen. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe keine Ahnung, welcher das war. Und dieser Mob konnte dann den Leuten im Spiel halt irgendwie fast 100 Feuer-Resi buffen. Wirklich richtig OP. Dass man hier hochspringen kann, ist doch auch eigentlich ein Joke, oder? Ich meine, da müsste doch auch safe kein Pfad verfügbar sein. Nein, nicht den. Den. Was hätte ich den falschen? Angecharged. Aufklärer der Dunkeleisen. Zwerge. Letzter Tower. Zack, zurab. Fertig. Das war's. Quest abgeschlossen. Sind immer relativ. Also, die waren jetzt auch relativ schnell machbar. Ja. Zeittechnisch haben die eigentlich fast gar nichts gekostet. Ich bin außer Reichweite. Ich spiele ja momentan, wie ihr auch wahrscheinlich wisst und seht, ja, ich lade es ja hoch regelmäßig, WoW Vanilla. Hab mir dort zwei Farmberufe gesehen. Ich sagte das gerade, weil ich hier auch gerade meinen Farmberuf wieder ausübe und wieder Mithril einsammle. Und habe einfach gemerkt, dass so wirklich, also teilweise die Preise für Leder so niedrig sind. Also ich glaube 40 Kupfer oder so pro Stück. Also teilweise kaum über dem Verkaufswert beim NPC. Und ich weiß gar nicht mehr, ob diese Preise auch so scheiße waren damals, als ich zu Vanilla gespielt habe. Aber ich denke auch einfach, dass die Leute mittlerweile mit dem Aha auch so viel besser umgehen können. Einfach die Gesamtumstände sind so dermaßen anders, dass es einfach unmöglich ist, ein Bild wiederzuspiegeln, was es damals zu Vanilla gab. Es ist einfach nicht möglich. Also auch im Aha fällt mir das halt auf. Und dieses Mistviech hat mich jetzt tatsächlich abgenommen und ich fass es nicht. Irgendwie macht mein Wirbel bei denen gar keinen Schaden. Oh, vor mir. Gold. Okay, also wenn ich eins sagen kann, dann Sengende Schlucht für Goldfarmen auf jeden Fall geeignet. Ich habe jetzt so viel Gold schon in der Sengenden Schlucht gefunden. Mein lieber Scholli. Gerade kurz ein Lag. Kann eigentlich nicht sein. Okay. Okay, okay, okay. Die werden mir immer noch als feindlich angezeigt, ne? Was geht euch durch den Kopf? Weil hier von gegnerischen Anzeigen. Hallo. Und eigentlich sollten das keine Gegner sein. Keine Ahnung. Fort mit euch. Hey. Ich bin ganz Ohr. So, Belagerung. Fort mit euch. Setz sie in Brand. Seid auf der Hut.
Und die Munition. Crap. Also wenn, dann Brust. Schöner. Lua-Fehler. Betrug. Was? Warum seid ihr noch immer hier? Oh, habe ich versprochen, dass ich euch und der Torium-Bruderschaft in einem Kampf helfen würde? Ich habe gelogen. Ich habe im Moment einfach keine Männer übrig. Ich weiß, ich habe gesagt, ich würde helfen, aber ich werde mich unter keinen Umständen von euch überzeugen lassen, den Eisengipfel jetzt zu verlassen. Unter keinen Umständen. Fort mit euch! Aha. Bin ich immer gespannt, wie wir das noch klären. Ich weiß gerade gar nicht, gibt es den Flugmeister? Ja, gibt es. Und zwar... hier. Ich nehme an, dass wir hier einfach zurück müssen, ne? Ich bin ganz oben. Nee. Findet einen Weg. Hä, wem soll ich denn jetzt hier Bescheid geben? Sprecht mit Lunk. Ach, da oben, meine Güte. Meine Güte, den habe ich ja gar nicht gesehen hier. So. Einer mal ansehen, wer diesmal Lungs Hilfe brauchen. Das klinge nach Fall für Lungs einzigartigen Ansatz für Problemlösung ohne Töten. Lung nicht klug, aber Lung fallen Dinge auf. Heute ist Lung aufgefallen, dass Bergzwerg es mag, Leute tanzen zu sehen. Lung mag tanzen. Pana mag tanzen, wahrscheinlich. Vielleicht finden wir mehr Zwerge, die tanzen mögen. Dann wir reden mit Bergzwerg und er wird Pana zuhören. Baut eine Polonaise aus 3 Zwergen. Was geht euch durch den Kopf? Wollt ihr mit uns unseren Tanz anschließen? Ja, das macht er. Wie geht's? Fort mit euch! Er auch? Redet mit mir! Seid auf der Hut! Das hat gereicht. Jetzt geht es los. Mit ganz großen Schritten. Wie geht's? Heda, ich bin beeindruckt. Gut. In Ordnung, in Ordnung. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr so tanzen könnt, dann hätte ich euch nicht den ganzen anderen Kram machen lassen. Sagt Aufseher Schlickfaust, dass ich mich euch anschließen werde. Ich treffe euch in der Schlackengrube, Kumpel. Mit den vereinten Kräften Thoriumspitze und des Eisengipfels werden die Schluchtzwerge gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja. Die Logik dahinter... Na, es ist vielleicht ganz lustig, dass es jetzt so geht, aber ja. Der Sinn dahinter ist mir nicht ganz klar, warum das Tanzen den Zwerg jetzt überzeugt hat. Aber wir werden sehen. Oh. Mithril, komm zu mir. Nochmal. So, wann ist nochmal WoW Geburtstag? Gerade gar nicht. Am 18. Also so um den 16. Ne, 16.11. Am 16.11. Oh, Mücke. Habe ich sie erwischt? Nein. Scheiße. Ich wusste, hier ist eine Mücke drin, ne? No joke. Ich habe sie doch erwischt. Mistviech, ey. Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht ab kann, ne, dann sind es Mücken. Ich bin ja sehr tierlieb, aber so bei Mücken und Schmeißfliegen, diese nervigen Stubenschmeißfliegen, ihr wisst, welche ich meine. Wenn man isst, die dann kommen und erstmal was abhaben wollen und euch dann die ganze Zeit aufs Bein setzen oder auf die Nase, kommt man dann immer kurz vorher irgendwie so einen leichten Aggressionsschub. Kann ich hier hochspringen? Nein. Das war ein trauriger Sprung.
Was geht euch durch den Kopf? So. Operation rührt den Kessel um. Ich setze euch in eine Flugmaschine. Ihr werdet dafür zuständig sein, dass unsere Ladung in der Schlackengrube so glatt wie möglich verläuft. Unsere Landung. Sprecht mit eurem Flugmeister hier an der Torumschütze und fliegt dann runter zur Schlucht. Sobald ihr euch dem Landepunkt nähert, werden zweifellos Horden von Dunkeleisenzwergen auf euch warten. Benutzt die Kanone unserer Flugmaschine, um so viele von ihnen außer Gefecht zu setzen, wie ihr könnt, und landet dann am Eingang der Höhle. Rendan sollte bei eurer Ankunft schon auf euch warten. Daran kann ich mich auch nur noch ganz vage erinnern an diese Quest. Na gut, let's go. Noch habe ich keine Möglichkeit zu schießen. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo hier die Kanonen sein sollen. An dem Fluggerät. Das Ding hat auch gar keine Kanonen. Womit schießen wir denn nachher? Dass ich dieses Höhlensystem früher richtig unübersichtlich empfunden habe. Das ist alles, was wir machen sollen. Da kommen ja immer mehr. Noch was? Nee, viel mehr hätte ich nämlich auch nicht ausgehalten. 39%. Hier ist der Bergfest schon. Redet mit mir. So, da wären wir. Ich hoffe, ihr seid bereit. Diese Dunkeleisenzwerge im Schwarzfels können mir gar nichts. Genauso wenig wie die Jungs auf der Torumspitze. Ich bin nach so blablabla, das können wir schon. Reduzierung des Wettbewerbs. Ähnlich wie Aufseher Maltorius bin auch ich ein reicher Zwerg. Wie dem auch sei, ich habe meine Reichtümer durch harte Arbeit und weise Entscheidungen verdient, nicht durch Sklaverei. Okay, gut, durch ein wenig Sklaverei, kaum der Rede wert. Jedenfalls war das Erste, was ich in diesen Höhlen sehe, Sklavenhändler und Zuchtmeister. Das kann ich nicht tolerieren. Während ihr euch durch die Höhle bewegt, solltet ihr so viele, wie ihr könnt, töten. Erstattet Evonik Rußraucher, die sich tiefer in der Schlackengrube befindet, berichte über eure Resultate. Also, ich dachte erst, vergesst es. Also, ich habe mich verlesen. Süße, fruchtbare Freiheit. Natürlich wollen wir so lange wie wir hier sind, so viele Sklaven wie möglich befreien. Die meisten von ihnen werden sich uns wahrscheinlich anschließen. Begierig, ihre ehemaligen Geiselnehmer zu bekämpfen. Allerdings werdet ihr manchmal auf Sklaven treffen, die sich ihrer Befreiung widersetzen. Ein seltsames Phänomen, das oft das Dunkelholdes-Syndrom genannt wird. Das Dunholz-Syndrom. Gottes Willen. Brille ist da. Wie dem auch sei, ihr solltet versuchen, sie alle zu befreien. Wenn sie sich widersetzen, müsst ihr sie als Feinde behandeln. Erstattet Evonis, Rußraucher, die sich tief in der Höhle blablabla berichten über eure Resultate. Das kann ich schon. Erhebt euch, Obsidion. Aufseher Maltorius hat hier das Sagen, aber er ist nicht der einzige Zwerg mit Macht innerhalb der Schlackengrube. Latorik, der Schwarze, und sein fürchterlicher Golem Obsidion lauern gerade diesen Korridor drunter. Wenn ihr euch an Latoriks Altar zu schaffen macht, sollten sie beide beschworen werden. Findet ihn, beschwört Latorik und tötet ihn. Meldet euch bei Evonis Rußraucher, wenn ihr fertig seid. Seid auf der Hut! Da draußen gibt es keine weitere Quest mehr, oder? Nein. Gut. Liebe Leute, ich werde jetzt einmal kurz nochmal verkaufen. Ich wollte jetzt dann ja schon Schluss machen, aber erst verkaufen. Die Hose wird mir wieder alles besser angezeigt, ist klar. Und sie ist auch besser. Unfassbar. Mögen die Geister mit euch sein. Habe ich denn nur eine grüne Hose? Kommt und holt den Voodoo. Ich bin verwundert. Schattenseide behalte ich mal. Wieso will er das denn nicht?
können auch weg. Habe ich einmal Mithril schon voll, jo. Na gut. Bleibt sauber. Gut, liebe Leute, ich mache an dieser Stelle Pause. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.